Und hallo und recht herzlich willkommen zurück hier wieder beim Solo-Abenteuer. Wir machen weiter, der Fluch von Nax Ramas. Weiter geht's. Wir haben beim letzten Mal hier Anubrekan geschlagen, jetzt kommt... bildet Akolyten aus, die mich anbeten werden. Die Aufgabe der Großwitwe ist sehr wichtig, stört sie nicht. Großwitwe... Ferlina. Die Großwitwe gebietet über das Arachninviertel und lehrt Akolyten, den Meister anzubeten. Dann mal los. Wir nehmen irgendwas, wo ich richtig Boardclear habe. Also ich hätte jetzt schon richtig Bock auf Zulok. Einfach, weil ich weiß, dass ich... ich nehme mein Paladeck. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe jetzt richtig Bock auf mein Paladeck. Wegen einer Karte. Ich weiß gerade nicht den Namen, aber die macht 8 Damage auf... Auf Gegner zufällig und die Karte ist so geil. Großwitwe Ferlina! Meine Akolyten gehorchen mir bedingungslos. Ah, da ist die Karte. Zornige Vergeltung, genau die habe ich gemeint. So, wir haben von dieser Starthand eigentlich nur eine gute Sache und das ist Lepragnom. Würde ich euch übrigens immer als Einser empfehlen, also wirklich in jedem Deck. Die ist universell geil, die Karte. Weil es einfach 2-1er ist, der als Effekt auch noch Death Rattle 2 Schaden hat, also Todesröcheln. Spielen wir auch gleich, weil wir sonst nichts machen können. Eiswind geht, ja, das ist ja alles... Das ist eigentlich alles ganz gut, was wir hier haben. Was hat sie jetzt gespielt? Totengräber, okay. Die haben hier ja immer im Solo-Abenteuer so seltsame Karten. Ich bin gerade am überlegen, den zu töten, bevor der noch stärker wird. Aber eigentlich will ich mein Gottesschild nicht... Oh, nee. Heldenfähigkeit ist Feuerregen. Feuert für jede Karte in der Hand eures Gegners ein Geschoss ab. Gut, wir haben jetzt 3. Und sie holt tanzende Schwerter. Das heißt, der Typ kriegt 1-1. Und jetzt hätte ich den eben schon töten sollen. Na, das mache ich denn mal jetzt, denke ich, oder? Friedensbewahr... Ja, komm, weg. Und machen wir so. Ja, ich denke mal, dass wir das locker über die Bühne kriegen könnten, je nachdem. Da wurde Feuerregen gerade eingesetzt, finde ich jetzt weniger geil. Innere Wut, fügt einem Diener einen Schaden zu, der Diener erhält 2 Angriff, okay. Wir kassieren gerade etwas. So, Eiswind Yeti, boom. Jetzt will ich mal sehen, wie die mit einem 4-5er am Start, also wie die darauf klarkommt. Okay, ich werde direkt angegriffen. Alles easy, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Oh, Leute, der ultimative Yeti, seid ihr bereit? Boom, 12 Damage habe ich gehört. Ich meine 11, nicht 12. Hat mich gerade vertan bei hier der Karte, Segen der Macht. Akolyt des Schmerzes, zieht jetzt meine... Ja, die kennt man ja. Feuerregen, okay. 15 Health noch und mein Yeti, der bleibt auf jeden Fall. Den kriegt der Typ nicht weg. Ja, wir haben das Duell gewonnen. Oder? Also jetzt nicht diesen Zug, aber danach habe ich gewonnen. Okay, ich habe das Duell gewonnen. Later, Bitch. So, jetzt kommt der Yeti. Boom. Jetzt kommt mein Wolf Rider. Adios, Mucha. Moment mal, hier. Die antwortet. Hahaha. Und wenn wir jetzt sagen... Gerechtigkeit verlangt nach Rache. Dann kommt auch nur ihre hässliche Lache. So, later. Da wird sie zerstört. Und damit hätten wir die Großwitwe Ferlina getötet, besiegt, wie auch immer ihr es nennen mag. Ferlinas Tod ist unwichtig. Die Spinnenkönigin wird euch mit Leichtigkeit eliminieren. Ja, dann machen wir doch gleich weiter mit der Spinnenkönigin. Maxnar ist eine riesige Spinne. Ja, die Maxnar. Okay, gut, ich hatte eigentlich so geplant, dass ich mir die Teile hier erstmal kaufe, die Viertel, und das wollte ich jetzt eigentlich auch nochmal sagen, dass ich erst den alles in normal machen werde und dann heroisch dazwischen, also ich mache das getrennt. Jetzt, ich werde gleich nach der Spinne, wenn wir die besiegt haben, dann werde ich nicht instant auf heroisch switchen. Das Problem ist, dass, ja, das wollte ich gar nicht, ups, das Problem ist, dass diese Dinger entweder 700 Gold kosten oder... 6 Euro und ich hatte mir überlegt, es mit Gold zu kaufen, aber ich merke schon, ich glaube, das wird dann doch nichts. Okay, gut, ich werde mir das dann aber die Tage mal holen, damit das Solo-Abenteuer weitergeht. Jetzt machen wir erstmal Maxnar, die Spinne, und eine Spinne sollte man anzünden, aber mein Mage-Deck ist ziemlich schlecht, das weiß ich. Oh, mein Hunter-Deck.
Ja, die meisten werden mich jetzt wahrscheinlich langweilig finden, weil Jäger so ziemlich... Naja. Was ist... Jäger ist einfach easy, sagen wir es mal so. Was soll man dazu großartig sagen? Klicken, klick, 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 klick. So, lass die Jagd beginnen. Tierbegleiter, wieder der Lepragnom und lass die Hunde los. Geht beides wieder in Stack. Lepragnom behalte ich, hoffentlich kriege ich... Ja, schön Zweier, so wollte ich das. Flusskroko ist ganz okay. Hätte schlimmer sein können. Oh, Fass, sehr gut. Werdet ihr einen relativ schmerzlosen Tod erlangen. Relativ schmerzlosen Tod. Ja, ja, ja. Netzweber. Todesröcheln. Fügt eurer Hand ein zufälliges Wildtier hinzu. Arcane Shot, den behalten wir. Flusskroko, boom, boom, boom. Jetzt hab ich ihn mal so. Ja, das Ding ist auf normal. Da ist man. Da ownt man. Also da läuft man einfach durch. Ich weiß ja, ich habe das eine Game verloren. Das war ziemlich... Also es hat mich auch gewundert. Das war ziemlich cool. Aber sonst im Normalfall. Ich denke mal jetzt auch, ich spiele Jäger. Da habe ich Board Control, weil ich zweimal Dings drin habe. Explosionsfalle. Diese Flammenfalle da. Ich kenne gerade nicht den genauen Namen. So, Arkangolem. Bam. 20 Leben noch. Wir haben 30. Ich werde auch übrigens jetzt die Tage wieder ranken und auch neue, viele, ja genau, die Karte habe ich gemeint, Sprengfalle, da ist sie ja. Ich werde auch viele neue Hearthstone-Videos rausbringen, denn, ja, ich habe wieder Lust, ich bin motiviert und wir ziehen diesen Typen hier gleich ab und haben das Duell nächste Runde gewonnen, denke ich, oder? Unleash the Hound, also lass die Hunde los, Sprengfalle, oh, wir kriegen Bananas, da hat jemand König Muckler gespielt. 7 Leben noch, mein Arkan-Golem stirbt, dann habe ich das Duell noch nicht ganz gewonnen, aber gleich. Auf jeden Fall, mit diesem Jäger-Deck hier, was ich gerade spiele, bin ich auch im Rank sehr... Ich sag mal, ah shit, ich sag mal sehr gut dabei. Bin jetzt wieder Rang 17 und nicht irgendwie da irgendwo bei 20. Ist zwar kein großer Unterschied, aber ich sag mal, decline. Langsam aber sicher beginnt's. Ich kann mir nur jetzt von dem Gold, also von dem, was ich jetzt gerade habe, hole ich mir keine Karten, weil ich das erste... Hier, das Seuchenviertel im Solo-Abenteuer, das möchte ich mir definitiv mit Gold kaufen und nicht für Money. Und danach muss ich wahrscheinlich auf Geld wechseln, weil... Naja, wenn ich das schon sehe, 700 Gold, das ist einfach ein bisschen zu viel. Also so viel immer zu farmen, das geht nicht so. Und da ich jetzt gleich... Oh, Mann, was... Wieso kommen da denn so eine komischen Schleime mit Taunt? Das muss doch auch nicht sein. So, jetzt haben wir Naxxramas-Schemen. Erhält zu Beginn eures Zuges 1-1. Wie man einen Spieler, dessen Diener gerade eingesponnen wurde? Wehrlos! Gut, dann bringen wir das Spiel jetzt mal schnell über die Bühne. Da ist der Victory Arkan-Golem. Bam! Einmal Heldenfähigkeit und einmal direkter Angriff. Wir haben noch 18 Leben. Ich habe mehr verloren, als ich dachte. Das war's mit Maxner. Ich bin, glaube ich, kurz vor Level 32 mit Jäger, gar nicht mal so schlecht. Dieser Kampf ist noch nicht vorbei, sterblicher Winzling. Gut, dann hätten wir erstmal das Arachnidenviertel fertig. Seuchenviertel kommt jetzt die Tage, wenn ich 700 Gold habe. Das dauert nicht lange, ich habe 510. Es wird ein paar Ranks jetzt noch von mir geben und ich würde sagen, ich freue mich, wenn ihr, ja hier, Rang 17 seht ihr gerade und am Climben, also es geht nach oben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, beim nächsten Mal wieder. Ich verabschiede mich erstmal, haut rein, habt einen schönen Tag. Tschö.